Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rock Sports. Herzlich willkommen, eine neue Folge vom Rockcast. Richtig fein, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das für mich persönlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Ein Thema, das für mich täglich am Speiseplan, wie ich es immer nenne, steht. Und ein Thema, das mich die letzten Jahre wahrscheinlich extrem stark beeinflusst und auch weitergebracht hat. Und es geht zusätzlich auch noch um das Thema Zeiteffizienz in diesem Zusammenhang. Was meine ich? Es geht um das Thema Bücher lesen. Bücher lesen und Bücher verstehen sind zwei Paar Schuhe. Das kenne ich beispielsweise aus meiner Schulzeit. Viele Bücher gelesen, richtig verstanden, wahrscheinlich nicht so viele. Du kennst es vielleicht auch, du hast ein Buch in der Hand, du liest es und nach zwei Seiten denkst du dir, boah, was ist jetzt gerade in der letzten Seite noch gestanden? Blätterst wieder zurück. Oder du kennst vielleicht die Momente, nach 10 Seiten geschriebenen bzw. gelesenen denkst du dir, lieber Autor, komm zum Punkt, was willst du mir sagen? Es wird um das Thema herum geschrieben und es ist nichts Greifbares. Das ist etwas, was mich immer, wo ich mir gewünscht habe, hey, bitte konkrete Sachen, mit denen ich direkt in die Umsetzung gehen kann. Das ist das, was ich mir von einem geilen Buch wünsche. Und was mir auch immer ein bisschen gefehlt hat, und das sind wir beim Thema Zeiteffizienz, wenn du eine persönliche Herausforderung im Alltag hast und du denkst dir, hey, zu diesem Thema habe ich doch einmal ein Buch gelesen, aber welches Buch war das noch einmal? Und wenn du das Buch gefunden hast, wo ist denn die Textstelle zu dem Thema, das du gerade brauchst? Das heißt, der Suchaufwand, die Dinge rasch wiederzufinden, die man gerade jetzt braucht, denn das Leben ist natürlich dynamisch, aktiv und man findet nicht immer das, was jetzt gerade verfügbar ist. Das heißt, man braucht rasch und einfach zugängliches Wissen. Und genau zu dem Thema möchte ich dir heute ein paar Inputs geben. Denn die Rocksports-Gemeinde ist sukzessive am Wachsen. Nicht nur unsere feinen Bio-Sportnahrung, unsere feinen Bio-Gewürze, sondern eben auch mein neues Buch, eine Anleitung fürs Leben. Und auf Basis von dem möchte ich dir das zeigen. Das hat kein Ghostwriter geschrieben, das hat nicht irgendwer anderer für mich geschrieben, sondern das habe ich selbst geschrieben. Und darum möchte ich da auch tatsächlich die einzelnen Facetten zeigen. Wenn du das Buch schon gelesen hast, dann kennst du das wahrscheinlich deutlich, deutlich besser jetzt, wovon ich spreche. Wenn nicht, dann darf ich dir das schwer ans Herz legen, sofern du eine Person bist, die sich weiterentwickeln möchte. Und hier zu meiner kurzen Vorstellung für die, die neu dabei sind. Mein Name ist Chris The Rock, ich bin Gründer und Inhaber von Rock Sports. Das ist nicht nur die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität oder die feinsten Bio-Gewürze, sondern das, was mich antreibt, ist meine Mission, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Ich liebe es, meine persönliche Begeisterung für die Potenzialnutzung eines jeden zu teilen. Jeder von uns hat unglaublich viel Potenzial. Allein was man im Wettkampfsport, was für mich jetzt gerade aktuell ist, mindset-technisch alles anstellen kann. Was ich alles tun kann, wenn ich einen starken, leistungsfähigen Körper habe. Und mit stark meine ich nicht unbedingt Muskelmasse, sondern einen Körper, der einfach gut funktioniert. Und diese Begeisterung, die möchte ich einfach weitergeben. Und ich liebe es, wenn dann bei den Menschen im Hinterkopf so ein Glühbirnchen aufgeht. Ah, jetzt macht das alles Sinn. Und das ist auch der Grund, warum es im wöchentlichen Turnus jeden Mittwoch die feine Rockcast-Folge gibt um 17 Uhr. Das heißt, schau da vorbei, lass uns ein Abo auf YouTube da, dann versäumst du kein Video mehr. Und jeden Sonntag Rock TV, wo wir uns um Themen Ernährung, Training, Regeneration und so weiter kümmern. Alles aus der Praxis. Das heißt, bei uns wird nicht lang herumgesubelt, wir dann da nicht ewig Studien wälzen, sondern mir ist es wichtig, wissenschaftlich fundiert, aber praxisrelevant Inhalte zu vermitteln. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Umgesubbelt. Ich schlage vor, wir starten jetzt direkt ins Thema rein. Punkt Nummer 1, was bei mir beim Buchlesen ganz, ganz wichtig ist, das, was ich jetzt zum Schluss beschrieben habe, diese Szene, die sich bei mir x-fach wiederholt hat und die auch ein Mitgrund war, warum ich dann mein eigenes Buch geschrieben habe. Wenn es im Alltag eine Herausforderung gibt, wenn es den Bedarf gibt, eine gewisse Lösung für ein Problem zu finden, dann habe ich mich immer erinnert und gesagt, hey, da habe ich doch einmal irgendwo ein Buch gelesen. Oder ich habe in meinem Journal irgendwann einmal dazu was aufgeschrieben. Und dann stellt sich die Frage, okay, wie finde ich jetzt diese Information wieder? Du kannst weder in deinem handgeschriebenen Journal eine Google-Suche anwenden oder du kannst jetzt
4000 Seiten von 10 Büchern nicht einzeln durchblättern. Auch wenn du dir irgendwo vielleicht eine Markierung gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit, diese wiederzufinden, relativ gering. Zumindest war es bei mir so. Wenn du das auch so kennst, dann weißt du, wovon ich spreche. Und das war der Grund, warum ich bei meinem Buch ein eigenes Stichwortverzeichnis eingesetzt habe. Was heißt es? Das heißt, wenn du dieses Buch, und das ist kein Buch, das man nur einmal liest, sondern das ist im Grunde ein regelmäßiger Begleiter, und das Feedback, das ich von euch bekomme, ist nicht nur herzerwärmend für mich, weil da steckt unglaublich viel Arbeit drinnen, sondern das ist genau das, warum ich es geschrieben habe. Das sind Kommentare wie, Chris, dein Buch habe ich immer mit dabei, das liegt immer am Nachtkästchen, das liegt immer am Bürotisch, das ist immer in meinem Büro, in meiner Bürotasche. Weil das ist ein Buch, das man nicht nur einmal liest und dann weglegt, sondern das ist wie ein Nachschlagewerk. Die Dinge, die da drinnen stehen, und ja, ich blättere auch selbst da drinnen, weil es für mich in Wahrheit die Zusammenfassung meines Wissens der letzten 10 Jahre für dieses Thema ist. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, den ich dir hier teilen möchte. Du findest am Ende meines Buches, Seite 280, das Stichwortverzeichnis. Und das Stichwortverzeichnis habe ich ins Leben gerufen, um eben genau für solche Fälle, wenn du konkrete Herausforderungen hast, aber nicht weißt, okay, wo finde ich jetzt die Informationen dazu? Es ist ja nicht so, dass in einem Buch der Kapitelname genau deinem Problem gleicht oder deiner Herausforderung. Das heißt, oftmals sind halt die Lösungen irgendwo im Text versteckt, die du nie wieder findest. Nie wieder im übertragenen Sinne. So, und daher bin ich dann hergegangen und habe gesagt, okay, nachdem ich all meine Lektionen geschrieben habe, übrigens 78 Lektionen an der Zahl, dann gehe ich her und definiere für all diese Lektionen die entsprechend dahinterliegenden Herausforderungen. Das heißt, du kannst hier zum Beispiel, was haben wir, fangen wir bei Punkt A an, Buchstabe A, Affirmationen, gibt es 3 Seitenreferenzen. Das heißt, wenn das Thema Affirmationen für dich relevant ist, weißt du genau, in welchen Lektionen kannst du nachschlagen und welche Geschichten stehen dahinter, wie kann ich das in die Praxis umsetzen. Oder, gehen wir weiter. Die Kraft der Gedanken, hier beim Buchstaben K, habe ich direkt wieder eine Lektion referenziert, wo ich die Kraft der Gedanken nutzen kann. Wenn du dir denkst, boah, Gedanken ja sind okay, aber wie kann ich das nur irgendwie verbessern, bist du genau richtig. Körpergefühl, Impulskontrolle, Schlafqualität und so weiter. Das heißt, du kannst deine konkreten Herausforderungen, Problemstellungen, Fragen hier über das Stichwortverzeichnis im Buch suchen. Und das ist etwas, was das Leben mir so extrem stark vereinfacht hat, weil so kann ich im Wesentlichen auf direktesten Weg für meine persönlichen Herausforderungen Input suchen. Und ja, wie gesagt, ich schlage selbst nach, und das ist nur, weil man ein Buch schreibt, heißt nicht, dass man alles auf Punkt und Beistrich selber kann, sondern das ist im Grunde mein Wissen kurz und knackig zusammenkondensiert, die Essenz. Und das ist natürlich nicht das, was ich alles immer im Kopf habe auf Punkt und Beistrich, und dementsprechend lese ich da einfach selber noch einmal gerne drüber und sage, ah ja, ja, genau, dieser eine Aspekt, der ist noch hilfreich. Das heißt, Punkt Nummer 1, schau, dass du das Stichwortverzeichnis so nutzt, wie du es brauchst. Du kannst natürlich auch über das Inhaltsverzeichnis zum Beginn durchgehen, aber ich empfehle dir auf alle Fälle einen Blick auf das Stichwortverzeichnis am Ende des Buches. Ganz, ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, den ich unbedingt mit dir teilen möchte, ist ursprünglich, ich habe den damals zum ersten Mal gehört, glaube ich, von Bob Proctor. Der ist leider schon verstorben, aber ich glaube, einer der Oldschool-Boys beim Thema persönliche Weiterentwicklung hat richtig gute Bücher geschrieben, die mir sehr, sehr weitergeholfen haben, und die eine oder andere Referenz auf seine Bücher ist auch hier in meinem Buch zitiert. Und der hat es immer so cool gemacht, der Bob Proctor. Der hatte ein Buch, das er gerade liest, auf so einem Bücherständer aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch. Und dann hat er mal erklärt in einem Call, dass er so lange dieses Buch auf dieser Seite aufgeschlagen lässt, bis er das wirklich verstanden hat. Und ich habe eingangs erwähnt, ein Buch lesen hat nichts damit zu tun, ob man ein Buch versteht. Du kennst es vielleicht, klassisches, wir haben es früher immer Bulimie-Lernen genannt im Studium oder auch in der Hauptschule und Co. Du hast kurz vorm Test, vor der Prüfung viel gelernt, alles reingehaut, dann hast du es kurz bei der Klausur wieder dich übergeben und dann war das Wissen wieder weg. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wenn du schon ein Buch liest, dann willst du ja wahrscheinlich einen Mehrwert daraus ziehen. So geht es mir beispielsweise. Das heißt, ich überlege mir, wie kann ich aus dem Geschriebenen möglichst viel auf einmal rausnehmen.
Und nicht, dass ich diese Seite 100-mal lese und dann noch immer nichts weiß, sondern wie kann ich das meiste, das Bestmögliche daraus ziehen. Und ein Input war eben von Bob Proctor, dass er sagt, er lässt die Seite so lange aufgeschlagen und lest es so lange durch, bis er es wirklich verstanden hat. Nicht nur gelesen, sondern verstanden. Du kennst es vielleicht selbst von dir auch. Du hast Dinge schon 100-mal gehört, gelesen, aber ob du es wirklich auch verstanden hast, das ist oftmals ein anderes Paar Schuh. Das heißt, lesen ist nicht gleich verstehen. Ein nächster Punkt, der für mich immer ganz wichtig war, den habe ich eingangs erwähnt, im Sinne des Komm endlich zum Punkt, lieber Autor. Wenn du mein Buch schon gelesen hast, dann hast du wahrscheinlich im Intro auch gelesen, da steht drinnen, kein einziges Wort ist zu viel. Wenn eine Lektion nur 1,5 Seiten braucht, dann ist sie nur 1,5 Seiten und wird nicht aus optischen Gründen noch um 1/2 Seite verlängert, damit alles schön gleich ausschaut. Nein, da ist genau das so drinnen, wie es drinnen ist. Mir ist es wichtig, dir keine Zeit zu stehlen, sondern dir in deiner zur Verfügung stehenden Zeit den bestmöglichen Inhalt zu liefern. Und das geht einfach nur mit konkreten, praxisrelevanten, nicht lange um den Punkt herum geschriebenen Texten. Und die findest du hier herinnen. Und der nächste Punkt, der da ganz, ganz wichtig ist, ist ein Grundspruch, wie esse ich einen Elefanten? Häppchenweise. Wie esse ich ein großes, großes Problem, naja, indem ich es in kleine Stücke filetiere und diese kleinen Stücke angehe. Denn die längste Reise beginnt auch mit dem ersten Schritt. Und das ist auch der Grund, warum es hier 78 Lektionen gibt. Ein normales Buch hat vielleicht 10 oder 12 Kapitel, wenn es hochkommt. Wir haben hier 78 Lektionen. Und der Grund, warum das so klein fragmentiert ist, ist, weil erstens einmal so viele Themen da drinnen behandelt werden und weil ich hergehe und sage, ich nehme ganz einfache, fokussierte, spitz zugetriebene Herausforderungen und für die liefere ich Lösungen. Und das ist eben der Grund, 78 Lektionen. Und das sind so typische Basics. Für mich ist das immer wie in der Analogie zum Haus bauen, dass ich ein starkes, großes Fundament setze. Und dafür kannst du dieses Buch heranziehen. Wie gesagt, eine Anleitung fürs Leben, dieses Buch ist für Menschen, die sich danach sehnen, so wie ich, ihr persönliches Potenzial immer besser auszunutzen, die sich Tag für Tag verbessern möchten, vor allem hinsichtlich Mindset. Denn am Ende des Tages beginnt alles da oben. Und darum steht auch da unten, Denkanstöße, die dein Leben zum Wunschkonzert machen. Denn unser Leben ist ein Wunschkonzert, in unseren Breiten umso mehr. Wir können mit der Kraft der Gedanken unglaublich viel bewegen. Das wissen alle, die regelmäßig Leistungssport machen, das wissen die Menschen, die das Potenzial sozusagen regelmäßig selbst nutzen. Jeder von uns hat es und mit diesem Buch kannst du dir die Werkzeuge aneignen, wie man das nutzen kann. Und ich behaupte, das kann jeder von uns. Und das ist etwas, was mich extrem begeistert. Das heißt, um hier auf den Punkt zu kommen, der Hintergedanke ist es, in kleinen Häppchen die Inhalte zu liefern. Das heißt, dieses Buch ist perfekt dazu. Wenn du sagst, gerade am Abend, bevor es ins Bett geht oder morgens, bevor du vielleicht aufstehst und deine normalen Routinen losgehst, dass du dir die eine oder andere Lektion einfach reinziehst, weil die halt nur 2, 3, 4 Seiten hat. Das heißt, kurz, knackig geschrieben, kurz, knackig auch zum Lesen. Das heißt, du kommst relativ schnell auf den Punkt und hast etwas, mit dem du direkt etwas anfangen kannst. Für mich ganz, ganz wichtig. Ja, das waren einmal diese drei Punkte. Das heißt, Punkt Nummer 1, Stichwortverzeichnis verwenden. Verwende bitte das Stichwortverzeichnis am Ende, dann kannst du dir unglaublich viel aus diesem Buch rausnehmen. Learning Nummer 2, mehrfach lesen. Nicht nur einmal lesen, denn lesen ist nicht gleich verstehen. Lies es mehrfach. Du wirst sehen, du wirst immer wieder neue Inputs lernen. Und kleine Häppchen. Lieber kleine Häppchen öfters durchkauen, als ewig lange lesen und dann denkst du dir noch 15 Seiten, boah, was ist jetzt vorher noch einmal gestanden? Versuch hier Zeiteffizienz zu etablieren, sofern du so ähnlich tickst wie ich. Ich brauche das kurz knackig, ich brauche das auf den Punkt gebracht, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und on top drauf habe ich noch 2 weitere Tipps für dich mitgebracht, die jetzt nicht nur bezogen auf dieses Buch sind, sondern generell aufs Buch lesen. Ich kann dir empfehlen, wenn du ein Buch liest und plötzlich, vielleicht kennst du das, kommt da eine Idee in den Gedanken oder kommt dir zu dem gerade Gelesenen noch eine zusätzliche Idee, dann mach dir Notizen und schreib das direkt ins Buch rein. Das Buch darf leben. Ich mache es immer so, zusätzlich, wenn es etwas Wichtiges im Buch gibt,
dann mache ich unten ein Eselsohr. Es gibt Leute, die sagen, boah, du kannst dir nicht in deinem Buch ein Eselsohr machen. Für mich ist das ein Arbeitsgerät. Und ein Arbeitsgerät darf man durchaus auch zum Arbeiten verwenden. Und somit habe ich dann immer meine wichtigsten Textstellen unten mit einem Eselsohr versehen und weiß genau, okay, wenn ich da wieder was suche, schaue ich gleich einmal, wo sind die Eselsohren unten und kann das dann entsprechend rascher finden und habe dann direkt auch meine Notizen drinnen. Das heißt, ja, ich schreibe meine Gedanken direkt ins Buch mit rein. Und du wirst sehen, wenn du das nächste Mal liest, ist das ganz was anderes. Du bist sofort wieder im Thema drinnen. Es macht extrem Laune. Und der zweite wesentliche Punkt, den ich nicht nur, wie gesagt, bei meinem Buch etabliere, sondern generell ist, regelmäßig Routinen etablieren. Die meisten Leute sagen, naja, für das habe ich ja keine Zeit. Ja, wir haben alle keine Zeit für irgendetwas. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Das heißt, etabliere Routinen, zum Beispiel morgens, können 15 Minuten sein, bevor du ins Büro gehst, bevor du in die Arbeit fährst. 15 Minuten beim morgendlichen zum Beispiel Don Rock Bio-Kaffee, unsere eigene Kaffeeröstung, gönnst du dir einen Espresso und währenddessen ein, zwei Lektionen in diesem feinen Buch beispielsweise. Oder es kann sein, so wie ich persönlich mache, abends, bevor es ab ins Bett geht, gibt es noch zwei, drei Seiten in einem richtig coolen Buch. Können auch mal mehr sein, können auch mal weniger sein, aber ich habe meine fixen Routinen. Und das sind einfach ein paar Themen, ein paar Punkte, die dir weiterhelfen sollen beim Lesen, wie du aus dem gleichen Buch mehr rausbekommst, wie du aus der gleichen Zeiteinheit, die du fürs Lesen investierst, mehr rausbekommst. Genau das ist der Hintergrund dieser Folge gewesen. Und ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn ja, dann lass mal unten in den Kommentaren dein Feedback da. Vielleicht hast du auch noch zwei, drei Lesetipps, die du persönlich für dich verwendest. Teil sie mit uns, denn wenn du sie mit uns teilst, dann kann auch vielleicht wieder jemand anderer profitieren, beziehungsweise auch ich etwas dazulernen, worauf ich mich sehr, sehr freue. So, in diesem Sinne noch zwei Inputs. Input Nummer 1, schau im Rocksports Online-Shop vorbei, rock-sports.at, da findest du dieses feine Buch, eine Anleitung fürs Lesen, nicht fürs Lesen, sondern fürs Leben. Diese Folge war eine Anleitung fürs Lesen, eine Anleitung fürs Leben und übrigens, ganz ein schönes und stilvolles Geschenk, und das ist Tipp Nummer 2, ist, wenn man Bücher schenkt. Wenn du ein Buch, das dir selbst sehr, sehr gut gefällt, jemand anderen schenkst, dann hast du ein Geschenk, das wirklich Tiefgang hat. Wir haben viele, viele Kunden, die sich gleich mehrere Exemplare holen und diese eben für zu Hause, für Geschenke dann entsprechend horten. Und wenn dann einmal ein gutes Geschenk gefragt ist, dann wissen sie, okay, da habe ich was in der Hand. Ja, dieses feine Büchlein findest du, wie gesagt, im Rocksports Online-Shop. Und ich freue mich, wenn dir diese Folge weitergeholfen hat. Lass uns einen Kommentar da, lass uns dein Feedback da, lass uns ein Like da und lass uns ein YouTube-Abo da, denn dann versäumst du keines dieser feinen Videos mehr. Und darüber hinaus noch, wenn du sagst, hey, unterwegs Video schauen ist nicht ganz so einfach, dann bekommst du auch zu jeder Rockcast und jeder Rock-TV-Folge, das heißt Mittwoch und Sonntag, immer auch die entsprechende Audiospur geliefert von uns. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Amazon Music, auf Google Podcasts, auf allen großen gängigen Podcast-Plattformen findest du diese Folgen auch in Audioform. Und da kannst du uns auch ein Feedback hinterlassen, du kannst uns eine Google-Bewertung hinterlassen, Spotify-Bewertung. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn du uns weiterhilfst, diese Inhalte weiter zu verbreiten. Das ist dein Dankeschön, das du uns da lassen kannst. Und das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. In diesem Sinne, viel Freude beim Lesen. Lass mir dein Feedback zukommen. Gerne kannst du Story posten, E-Mail schreiben, auf allen Wegen erreichen uns diese Nachrichten. Ich freue mich über genau diese Rückmeldung. Und wenn du sagst, hey, ich habe jemanden, der sehr, sehr gerne Bücher liest, dann teile diese Folge auch gerne mit dieser Person. Vielleicht kannst du auch ihr Leben noch einmal Spur stärker bereichern. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockoffice, viel Spaß beim Lesen. Ja, und ich wünsche dir das Beste.